Ich bin Michael Dobel, leitender Psychologe am Deutschen Kinderschmerzzentrum. Ich möchte Ihnen die Arbeit in unserer Klinik hier vorstellen, was uns von anderen Kliniken unterscheidet und was für uns Psychotherapeutinnen die Arbeit hier so besonders macht. Wir sind das weltweit am besten und am meisten evaluierte stationäre Schmerztherapieprogramm. Gemeinsam mit unserem großen Forschungsteam sorgen wir für eine ständige Verbesserung unseres Programms. Dadurch können wir eine enge Verzahnung von Klinik und Forschung erzielen. So haben wir zum Beispiel jetzt in mehreren Edukationsfilmen die Neurobiologie von Schmerzen und die verschiedenen Kopfschmerzarten besser darstellen können. Aktuell untersuchen wir den Effekt einer neuartigen App auf den Erfolg unserer stationären Schmerztherapie. Des Weiteren wollen wir immer besser werden und entwickeln neue schmerzpsychotherapeutische Interventionen und sogar neue Versorgungsformen. So konnten wir jüngst nachweisen, dass der Effekt der sozialmedizinischen Nachsorge sogar bei unserem stationären Programm dazu geführt hat, dass die Erfolge immer besser werden. Die hochfrequente Psychotherapie ermöglicht Erfolge, selbst bei Kindern und Jugendlichen mit stark chronifizierten Schmerzen, die unter einer sozialen Phobie und Traumastörung leiden. Deswegen liegt die Fallführung in der Regel bei uns Psychotherapeuten. Unser Erfolgsrezept: Ärzte, das Pflege- und Erziehungsteam und wir Psychotherapeutinnen arbeiten auf Augenhöhe eng zusammen. Man ist immer im Team und nie alleine. Das Besondere für uns Psychotherapeuten in unserer Einrichtung ist, dass wir in der hochfrequenten Psychotherapie in den 3 bis 4 Wochen selbst den chronisch schmerzkranken Kindern und Jugendlichen mit psychischen und organischen Erkrankungen so helfen können, dass wir sie am Ende erfolgreich heilen können. Dafür übernehmen wir für uns Psychotherapeutinnen Aus- und Fortbildung im Bereich der Schmerz- und Traumatherapie. Ich hoffe, ich konnte Sie neugierig auf uns und unsere Arbeit machen und ich würde mich freuen, Sie im Rahmen eines Vorstellungstermins persönlich begrüßen zu dürfen.